Wenn Jesus heute wiederkäme, wäre es das, wonach ich mich sehne? Oder denke ich oft an Dinge, die morgen sind? Verliere mich in Träumereien wie ein Kind, gespannt, nervös wartend, dass mein Leben jetzt startet. Und in meinem Alltag oft am Wandern setze ich hadernd einen Gedankenstrich. Ende da, wo es enden sollte, noch lange nicht, weil das kann ich gut. In meinem irdischen Hamsterrad spazieren, tägliche Kreise um mich ziehen und den Blick dabei verlieren, dass man als Fremdling eigentlich nicht ruht. Denn da, wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende in Sicht. Denn ewig ist dieses Leben hier unten sicher nicht. Was sollte es bedeuten, wenn Jesus daher spricht, betet und wacht, denn der Sohn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wie viel Zeit habe ich denn wirklich verbracht, zu flehen mit größter Dringlichkeit, wenn Jesus dann käme, wäre ich bereit? Und vielleicht verspüre ich diesen Frust, dass ich nicht will, dass dieses Leben endet. Aber mal angenommen, dass ich da, wo es endet, etwas viel Besseres fände, dass ich dich da finde. Und jetzt stehe ich wieder wie ein Kind und erwarte, dass morgen alle Sorgen anders sind. Und während ich auf ein irdisches Morgen warte, den Tag in einer Zuversicht starte, redet Gott von einem Morgen, das ich leugne. Denn wie oft nehme ich ihn ernst, wenn er spricht, erwarte mich heute. Ich erwarte viel, aber was ich oft nicht erwarte, ist das Ziel, ist die Ankunft des Herrn. Auch wenn er offenbarte, sie sei nicht mehr fern, stehe ich nicht jeden Tag auf dem Turm meiner Warte, Augen zum Himmel gerichtet, voll Hoffnung, dass der Himmel sich lichtet. Wenn Jesus heute käme, wobei würde er mich finden? Würde ich die Welt überwinden, meine Sünden hinter selbstgemachten Blättern verstecken und denken, dass wenn sie niemand sieht, wird er sie auch nicht entdecken? Oder würde ich auf einmal merken, dass hinter all den Scherzen, die ich so oft mache, keine Ewigkeit steckt? Denn mitten im Herzen stecken verdeckte Gedanken und wenn sie jemand sehe, würde er meinen, ich hätte nie von der Liebe Christi geschmeckt. Und wie wär's mit der Liebe? Weil ich auf einmal merken würde, dass ich die Zeit, die mir bliebe, nicht auskosten müsste. Nicht zur Befriedigung meiner Lüste, sondern weil ich im Herzen genau wüsste, dass meine Liebe bis jetzt niemanden in Staunen versetzt und kein Zeugnis dafür gibt, wen meine Seele wirklich liebt. Würden wir Jesus heute erwarten, wie viele Arten von Projekten würden wir starten, um auf einmal zu bezeugen, dass wir unsere Zeit nicht vergeuden? Ja, wir sind bereit, den Herrn zu erwarten, rufen wir mit Worten, selten mit Taten. Denn um ehrlich zu sein, ist meine Sehnsucht nach ihm oft so klein. Und unweigerlich frage ich mich, wenn ich Jesus doch liebe, wie kann das sein? Denn klingt es nicht fromm, wenn ich singe, Vater, komm? Aber gleichzeitig denke, aber bitte erst am Ende meines Lebens. Denn bis zum Ende meines Lebens will ich einiges erleben und versprochen, auf Umwegen werde ich dir mein Leben geben. Denn heute verschiebe ich vieles auf morgen. Denn die Zeit, die du mir heute gibst, würde ich mir lieber borgen und selber gebrauchen. Aber versprochen, später werde ich missionieren, zerbrochen vor deinem Thron resignieren und endlich kapieren, dass wenn ich dir mein Leben gebe, ich alles gewinn. Später habe ich Christi Sinn, werde mir beten und vergeben, nicht jetzt, weil du nicht kommst, denn würdest du kommen, wärst du entsetzt, dass man die Talente, die du uns anvertraut, so wenig schätzt. Später werde ich mehr lieben, mehr für dich geben, öfter deinen Namen bekennen und mich von allen Sünden trennen. Ich weiß zwar, dass es vielleicht damals schon Zeit war, alles zu geben, aber eben weil ich denke, dass du heute nicht kommst, nach 2000 Jahren habe ich meine Talente vergraben. Denn ist es nicht besser, wenigstens eines zu haben? Im Grunde genommen reicht es doch, dass wenn ich jemanden notleiden sehe, ich Notiz von ihm nehme. Und wenn mein Bruder leidend am Wegrand liegt, ich noch überlege, ob ich damit durchkomme, wenn ich 2 Meilen weit weg von ihm gehe. Denn da, wo Liebe sein sollte, ist nur diese Kälte. Ein bedachtes Schweigen meines Herzens und ich spüre nur selten, dass das Leid meines Nächsten ein Schmerz ist. So ziehe ich gebannt meinen Weg von dannen und hoffe, der Herr hat's nicht gesehen. Kommt nicht wie ein Dieb in dieser Nacht, denn ich weiß, wenn man Gutes nicht tut, hat man ihn erneut ans Kreuz gebracht. Und Jesus,
Bevor du kommst, wollte ich eigentlich Karriere machen. Eine Familie gründen und Orte bereisen, denken Menschen doch leis und geben selbst den Beweis, dass wir in unseren Zeiten nicht auf Jesus vorbereitet sind. Bist du ein treuer Knecht? Ist deine Umkehr zu ihm echt? Oder sagt Gott am Ende, ich kenne dich nicht, denn du liebtest nicht ihn, du liebtest dich. Und dann wirst du deinen Lohn empfangen. Bist ohne den Schöpfer den Weg gegangen, denn er wollte sein dein treuester Freund, doch du sahst ihn nur als bedrohlichen Feind. Obwohl er doch starb für deine Last, hast du dann zuletzt deine Chance verpasst. Drum stell dir die Frage, ist Christus dein König? Denn sonst wird er sein dein Richter auf ewig. Ich denke oft an Dinge, die morgen sind. Verliere mich in Träumereien wie ein Kind, doch ich will nicht mehr unmündig sein. Lebe im Heute, sodass ich meine Zeit nicht vergeude, denn vielleicht holt er uns heute noch heim. Denn diese Welt ist nicht unser ewiger Aufenthalt. Und bis die laute Posaune erschallt, wie würde es sein, wenn wir rufen, Herr, komme bald. Wenn Jesus heute käme, wär's das, wonach ich mich sehne. Amen. Wärst du bereit?
Schuld vor Gott zu stehen, wärst du bereit. Komm zu Jesus, er verzeiht, wenn du deine Schuld bereit.